alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Wie lange hast du drauf gewartet? Ja, Mann! Wie lange hast du drauf gewartet, Mann? Ja! Hallöchen, Hertha-Fans, Dennis hier wieder für euch am Start. Es ist angerichtet, Pokalfight zu Hause gegen den HSV. Aber dieser Stadion-Vlog läuft diesmal ein bisschen anders. Ich meine, ihr kennt ja im Stadion alles schon vom Spiel gegen Mainz. Da habe ich euch ja alles gezeigt. Deswegen machen wir es diesmal so. Ich zeige euch die Geschäftsstelle vorab. Ist nämlich auch gerade heute erst Montag. Deswegen kann ich euch noch zeigen, wie es bei der PK abläuft, was wir sonst so für Aufgaben haben. Und ihr seid vorab schon mit dabei. Habt ihr schon so in den Kommentaren ein bisschen rausgelesen. Ihr wollt einfach mal so ein bisschen andere Einblicke noch. Die gibt es jetzt eben. Also viel Spaß. Und deswegen fangen wir doch direkt bei der Traumfabrik hier mal an. Ich meine, ihr habt die Traumfabrik schon tausendmal gesehen, aber ich kann es euch ja gerne nochmal zeigen, denn so sieht das Ganze hier drin aus. Habt es immer mal wieder gehört, dass Leute auch sagen, oh Mann, das haben sie sich irgendwie größer vorgestellt, aber kommt halt drauf an, was man damit macht. Hier kennt ihr ja die gewohnte Wand, wo dann halt auch meistens Fotos gemacht werden, wo irgendwelche Interviews geführt werden oder so. Man kann da oben das ganze Ding dann halt noch runterlassen, dass wir einmal so einen schwarzen Banner haben, zum Beispiel für die Doku auch, die wir hier auch schon mal drin gedreht haben, wenn wir die Interviews hatten. Greenscreen natürlich auch, so ein weißes Ding halt für Fotos halt insbesondere. Dann hier halt so ein Pult, da saß ich in der Woche in Blau-Weiß. Herzlich willkommen, liebe Hertanerinnen und Hertaner, bei der Woche in Blau-Weiß. Eingefleischte Fans werden sich erinnern. Und hier drüben werdet ihr auch schon mal mitgekriegt haben, hier gibt es quasi das Onboarding bei Hertha nochmal. Da gibt es dann halt einen richtig coolen Film mit Sounds hier oben, mit den Lichtern und so, wie das dann alles aufbereitet wird. Ich werde euch das nicht zeigen, das tut mir leid, das geht leider nicht. Aber kann euch sagen, dass das wirklich, wirklich cool ist und man sich da einfach auch echt nochmal irgendwie anders in Hertha verliebt. Wenn wir jetzt hier rauskommen, hier hinten sitzt normalerweise unsere Grafikabteilung. Also alles, was irgendwie mit Bildern und Grafiken und sowas irgendwie da erstellt wird. Das wird hier hinten fertig gemacht. Ist hier unten quasi unsere Kommunikationsabteilung. Also hier alles, was so für die Website gemacht wird, das findet hier drüben dann statt. Ob es jetzt die Berichte sind, die von den Live-Tickern und so, das machen die Jungs und Mädels hier alles. Wenn wir hier mal so weitergehen, sehen wir erstmal hier unseren Teddy. Der chillt halt immer nur. Naja, ist sein Ding. So, da, Ole kennt er ja, die alte Legende. Hier sitzt Social Media. Einmal winken, huhu. Sehr gut. Es gibt den Vlog mal ein bisschen anders schon. Ja, ich arbeite. Naja, du arbeitest sehr perfekt. So, hier drüben dann auch halt unsere Merch-Abteilung und so. Hier ist Hertha TV. Sieht ein bisschen aus wie Kraut und Rüben hier, aber hier finden die ganzen richtig coolen Sachen statt. Hier wird die Doku gemacht, hier wird alles andere videomäßig halt irgendwie aufbereitet. Und da hinten ist mein Platz. Das ist hier hinten dann quasi mein Reich. Geiles Hintergrundbild von JP, glaube ich, gemacht. Hier oben auch, sehr gut. Und dann zeige ich euch einfach direkt mal, wie das Ganze jetzt hier für die PK zum Beispiel schon vorbereitet wird. Also geht dann natürlich damit los, dass wir ein Thumbnail brauchen. Also dachte ich mir, hey, ist wieder ein Flutlichtspiel. Gehen wir hier einfach mal in den Ordner mit den ganzen Fotos hier vom Mainz-Spiel. Suchen da was Schönes, Neutrales. Picke mir das hier raus, schön von der Ostkurve, damit wir uns da schön auch für die Unterstützung bedanken können, die wir natürlich auch am Mittwoch wieder brauchen. Dann wird das Ganze hier in Photoshop bearbeitet, zack, hier ein cooler Filter mit drüber, dass wir in hier Pressekonferenz zu stehen haben, natürlich hier die beiden Logos der beiden Teams und dann wird es am Ende natürlich dann halt auch mit hochgeladen, da alles eingerichtet, damit wir hier anstehende Livestreams das dann da drin haben, dass ihr wisst, okay, 13 Uhr heute die PK. PK ist aber noch nicht, deswegen kann ich euch hier noch ein bisschen rumführen. Hier zum Beispiel ein cooler Meetingraum hier vorne noch, hier noch die super Küche. Wo wir natürlich eine Weltklasse-Mikrowelle auch drin haben, aber man muss dazu sagen, wir bestellen auch gerne mal was. Hier übrigens auch der Platz, wo wir uns damals Hamburger bestellt haben und Martin mir dann geschickt hat, dass er sich jetzt über mein Essen freut. Aber Ehrenmann, er hat es nicht gegessen. Shoutout. So, Freunde, und weil wir jetzt hier noch ein bisschen Zeit haben, können wir erstmal noch gepflegt auch die Berliner Luft fürs Stadion dann fertig machen, weil das kennt ihr ja bestimmt auch mit der Das ist die Berliner Luft, 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 was im Stadion immer kommt mit den ganzen Toren gegen den Gegner, gegen den man spielt. Das machen wir natürlich dann auch fertig. Zieht's euch mal rein. Ja, 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 ja. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Top. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann schicken wir das rüber und dann werdet ihr das einfach schön gepflegt im Stadion sehen. Jetzt geht es dann aber rüber zur PK. Wir müssen noch so ein paar Sachen einrichten. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Und ihr guckt euch das alles mit mir zusammen jetzt einfach mal an. Könnt ihr hier gefühlt jetzt mal auch der Trainer dann sein. Da drüben ist ja dann die Profikabine. Dann auch mit dem Büro von Paul. Und dann geht's, wenn es dann 13 Uhr ist,
mit allen zusammen hier rüber, zack, hier durch, dann hier mit rein, hier ist dann der Medienraum und dann sind wir hier drüben im PK-Raum, da setzen sich dann Vera, Paul und Benny gleich hin und da hinten ist mein Platz, wo ich dann mich gleich erstmal positioniere, alles anschmeiße und wenn dann alles eingerichtet ist, sieht das Ganze dementsprechend so aus. So, und hier haben wir uns jetzt komplett eingerichtet. Hier unser Programm, damit wir hier die Szenen auch ordentlich wechseln können. Hier natürlich der Ton überall. Hier kann ich die Kameras nochmal steuern. Und dann ist das hier meine Sicht von hier hinten. Und dann haben wir noch ja, gute 20 Minuten. Dann füllt sich das hier gleich so langsam. Und dann geht's los. 1, 2, 3, 4. So, das geht schon mal. Einwandfrei. Das wäre klasse. Ja. Hier auch nochmal, Mike Check, 1, 2, 3, 4, 5 bei Benny Weber. Mike Check, 1, 2, 3, 4. Hier ein bisschen weiter weg bei Paul, der lehnt sich ja gerne zurück. Mike Check, 1, 2, 3. Und bei Vera auch nochmal, 1, 2, 3, 4, 5. Mike Check, Hallöchen. So, und wenn wir dann hier alles erledigt haben, was fehlt dann noch? Wasser lassen. Der Pokal einfach auch weiterkommen. Philipp Höppner für den RBB noch einmal. Benny Weber hat es gerade schon ein bisschen gesagt, Paul, dass die Fans träumen dürfen. Das ist auch der Fangesang, der momentan öfter angestimmt wird. Pokalfinale, wir träumen jedes Jahr. Darf denn der Trainer auch ein bisschen träumen und die Mannschaft? Ich bin seit fast 30 Jahren hier, ich habe aufgehört mit den Träumen. Ja. Arbeiten einfach so hart wie möglich. So, läuft doch. PK ist im Kasten, jetzt wird hier alles zusammengepackt, alles wieder ausgemacht. Rüber, da wird das alles bearbeitet, damit wir das dann wiederum endlich posten können. So, Freunde, und da ist es auch schon Mittwoch und wer ist mit dabei? Jule! Also Freunde, Spieltag, wir haben jetzt alles vorbereitet, jetzt muss es eigentlich wirklich nur noch losgehen. Jule wird gleich schon rüberdüsen, wird sich da schon mal ein bisschen alles angucken, vor allem auch die Kabine und so. Ich muss mir noch meine lange Unterhose anziehen, dann geht's auch rüber und dann seid ihr einfach bei allem mit dabei. Dick eingepackt, aufpassen, dass wir nicht aufs Logo treten und dann geht's rüber. Und ich sag's immer wieder, ihr kennt's mittlerweile schon. Je näher der Anpfiff kommt, desto aufgeregter bin ich wieder, als müsste ich selber spielen. Es ist unglaublich. Die Arena hier ist bereit. Und ich auch. Hallo. Ah, danke. So. Zieht es euch rein. Wow. Ey, tut mir leid, aber die Atmosphäre ist einfach jetzt schon so geil. Und wenn dann nachher die Fans noch abgehen, wow, es wird einfach nur krass. Und dann gucken wir uns doch hier zusammen mit den Schiedsrichtern schon mal den Platz an. Das ist krass. Es ist einfach krass. Taschen, Hallöchen. So, Leibchen haben wir uns hier auch schon abgeholt. Für den Pokal ist ja wieder so ein Special-Ding. Heute mit der 26, wie Sebastian Deißler damals. Und hier, nicht mal richtig gewaschen. Match-Worn-Leibchen anscheinend. Okay. Jetzt sind die Brees gerade angekommen. Die gehen hinten natürlich erstmal in die Kabine. Aber sind wir mal ehrlich, das hier muss der Anspruch sein, dass wir irgendwann ein Pokalspiel haben, wo wir hier rauskommen. Gänsehaut. So, der Vollständigkeit halber, was wir beim letzten Pokalspiel ja auch gemacht haben. Ola hat heute die 28. Was hattest du beim letzten Mal? Ich glaube die 18, also quasi jetzt eine Runde weiter. Ah, okay, ist richtig. Okay. Let's go. Hau he. In der Kälte hier, Mensch. Kann ich irgendwie... Das ist ja cool. Na, wie geht's euch? Habt ihr Bock? Ja. Taschen. Hi. Kenn ich ihn, ich hasse Vlogs. Ja? Na, hier läuft auch direkt schon gerade wieder. Wird heute gegen den HSV noch auch einer gemacht. Hoffentlich mit einem guten Ende. Schauen wir mal, was passiert. So, komm, machen wir mal ein Foto. Ciao.
Sehr gut, sehr, sehr gerne. Dann viel Spaß euch. Quatsch. Boah, der war gut. Da ist das Ding. Die Berliner Luft. Haben wir gebastelt. Es ist so eine geile Stimmung. Pokalkrieger wollen wir heute sehen, da unten steht's. So muss es heute sein. Verdammte Scheiße, ja! Wichtig! Oh, geil! Hast du wieder? Oh shit, das ist ja wie beim letzten Mal! Mann ey, so ein Kackweitschuss! Es kann nicht sein, wir machen es am Anfang einfach so gut. Wir sind so da. Dann schießen wir hier eines Tor. Und seitdem macht der HSV das Spiel. Es ist jetzt Pause. Es ist natürlich noch alles möglich, aber es ist trotzdem so ärgerlich. Mann, wir führen hier 1-0 und kriegen dann einfach so zwei lumpige Tore. Aber komm schon, Paul macht jetzt in der Halbzeitpause die richtige Ansage. Stellt ja noch mal ordentlich ein. Wir wärmen uns in der Zeit auf. Und dann geht's gleich weiter. Und dann geht's los hier. Zweite Halbzeit. Kommt schon, Freunde, dran glauben. Einfach dran glauben. Oh Gott, er dreht ihn fast ein. Meine Güte. Einwurfflanke. Ist mir egal, wer verlängert, ist mir egal, wer reinmacht. Hauptsache rein. Wahnsinn. Komm schon. Oh Mann, schade. Flo geht runter. Und Nader Djindawi kommt rein.
sein erstes Mal im Olympiastadion. Sein erstes Pflichtprofispiel im Pokal hier im Olympiastadion. Digga, bitte schreib hier Geschichte. Jetzt geht es hier in die Richtung, dass sie sich denn das schön gemütlich machen bei jeder Aktion. Bei jedem Zweikampf. Mann, ey. Verlängerung, Freunde. Es gibt Verlängerung. Wow. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Das ist Wahnsinn. Also noch mal eine halbe Stunde. Ich hoffe, sämtliche Akkus halten, Speicherkarte. Sonst muss ich mit dem Handy filmen, aber muss schon gehen. Naja. Einer muss hin! Schnell geht da eine Viertelstunde um. Erste Halbzeit der Verlängerung ist durch. Es steht 3-2 für den HSV. Jetzt müssen wir es machen. Komm schon. Guter Seitenwechsel. Von Nada Jindawi ist verdammt nochmal Weltklasse. Fabi macht es auch unfassbar stark. Und dann ist Jonjo Kenny hinten und macht das 3-3. Elfmeterschießen. Ich bin völlig fertig. Wir machen in der 90. das 2-2 für die Verlängerung und machen in der 120. das 3-3 fürs Elfmeterschießen.
Ich glaube das alles nicht. Jetzt müssen wir das Ding ziehen. Jetzt müssen wir das Ding ziehen. Ich kann das alles nicht mehr. Alter, leck mich. Hör doch mal auf. Schon so, Kenny. Ey. Boah. Flo holt alle zusammen. Scheiße. Also, es geht aufs Tor da hinten. Ja! Wichtig! Den hast du. Scheiße. Bitte noch hin. Ja! Oh! Hol den hier. Boah. Schießt da leider stark. Ja, Mann! Ja! Hol ihn dir. Hol ihn dir. Verdammt. Ja! Oh, John Joe, Digga. Komm schon, Digga. Komm schon, Digga. Vorgelegt, aber wenn er ihn jetzt macht, müsste es durch sein. Ja! Da sind wir! Da sind wir! Da sind wir doch! Alter Schwede. Das reicht. Digga, Wahnsinn. Geil, Mann. Digga, nice. So stark. Guckt euch das an. Das ist einfach so Weltklasse. Glückwunsch. Danke. Das war absolut stark. Danke. Ich gucke deine Vlogs, weißt du. Hast du wirklich? Ich freue mich, dass ich jetzt auch dabei bin. Jetzt ist du auch dabei. Absolut verdient auch. Wahnsinn. Ich bin komplett fertig. Das ist so Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Gebt dem Video bitte ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal und seid einfach beim nächsten Mal in der nächsten Pokalrunde wieder mit dabei. Wow! Habt einen schönen Abend,
Ha, ho, he, ihr Lieben. Ciao, ciao. Euer Dennis. Haut rein.